3 Tage. Muss reichen. Ach du Scheibenkleister. Jetzt war ich... Da hat mich die PoE-Diskussion abgelenkt. Entschuldigung an alle Leute, die mich gerade vor ihrem Rechner angeschrien haben oder den Bildschirm angeschrien haben deswegen, warum ich einen Auftrag annehme und dann nicht hingehe. You're right. Hätte man machen sollen. Hätte man hingehen sollen. Wäre smart gewesen. Habe ich nicht getan. Weil ich nicht smart bin. Ne? Einsicht und so ist der erste Weg, aber... Ja. Ich meine, wie viel Hitchance hast du? Aber du hast schon 70, also dann kann man dich schon mitnehmen. Dann sollte es eigentlich ganz gut. Schaffen wir es noch bei Nacht, Chat. Aber Dorn. Oh. And run for their weapons. As you hear near the camp, a wave of sand blood. Okay. Haben wir jetzt Ifrits und... Yo, das sind 3. A plethora of Ifrits und Nomads. Okay. Wir laufen irgendwie immer gleich, aber im Finale stehen entweder ich und meine Frau oder ich und mein Bruder. Die Ifrits müssen doch irgendwo hier oben sein, oder? Wo sind die fucking Ifrits? Ich will eigentlich nicht von denen gegangbankt werden. Nice, ein 3v... Ja, 3v3 ist es nicht. Es ist ein 3-Parteien-Free-for-All-Battle. Aber wo sind die Ifrits? Ich vermute, sie werden oben stehen, deswegen gehen wir mal hier runter. Oh, da ist Honix dabei, ups. Ja, es ist ein bisschen blöd für den Lone Wolf, weil der kann hier oben nicht rein, ne? Ja, da sind die Ifrits. Wir gehen mal schön... Nee, sie sind hier oben. Sie sind da oben. Deswegen, wir sammeln uns mal komplett nach unten hier. Wir sammeln uns mal komplett nach unten. Ich glaube, die können nicht links von einem stehen. Ich glaube, es steht immer in so einem Dreieck. Wenn da was steht. Alles klar, Xeli, bis bald. Ich hoffe, du stirbst mir jetzt nicht direkt weg. Okay. Ich spiele jetzt aber defensiv. Okay, sie schießen, glaube ich, hier oben. Die scheinen... Die schießen nicht nur auf mich. Die schießen schon wild in der Gegend rum. Ja, guten Tag. Ich habe einmal mit meinem Triple Flail zugehauen. Wie geht's denn so? Welche sie eher benutzen sollen, um sie als Ziele für die Ifrits zu benutzen, ne? Anstatt sie jetzt anzugehen. War vielleicht nicht ganz smart. Aber die Ifrits sind mir eigentlich egal. Theoretisch. Fällt jemand hier mitten rein? Und Sonix, wie viel Defense hast du? Nur 30. Ne, den würde ich eigentlich nicht da reinschicken mitten ins Getümmel. Ne, du ziehst dich mal zurück, mein Lonely Wulvi Lulvi. Bestand gleich dran. Okay, du hast aber ganz... Na, das ist auch nur 37. Da wollen wir wahrscheinlich auch nicht mitten rein. Jetzt sind wir mal hier hin und machst mal den. Nee, das will ich jetzt auch nicht. Ich will auch keine Hunde stellen. Würde ich sagen. Hier kann ich einen Hund hinstellen. Der kann uns unterstützen. Und der kann mitten rein. Sono kann da mittendrin stehen.
Genau, und da werden die Ifrits beschossen. Sehr gut, sehr gut. Da hab. Oh. Ich glaube, seinen eigenen wieder. Er hat seinen eigenen, glaube ich, geht. Den habe ich noch nicht einmal geschlagen. Nein, nicht meinen Wuffi anpieksen. Hey! Ihr gemeinen Nicht-Hundemöger. Wie kann man nur so gegen Hunde vorgehen? Der Hammer, ey. Das ist wieder ein Triple Flail, der hat wieder seinen eigenen gehauen und meine nicht getroffen. Der macht nur seine eigenen Leute kaputt. Hat er schon mal einen Kill, der gute Mann, der Zwubel. Hat schon mal dafür gereicht. He dead? Hört doch jetzt auf, meinen Hund zu pieksen. Glaub's hackt. Ich glaube, da oben sterben die Leute an den Ifrits. Nur so ein Gefühl. So, dafür werde ich jetzt aufgeschnitten, weil ihr meine Hunde gekillt habt. Okay, inzwischen haben sie sogar ein bisschen Rüstung. Oh no! Ich finde das gut, dass er es immer noch anbietet, das Ziel für die Ifrits. Wir müssen eigentlich nur die Leute töten, der Rest ist uns ja wurscht. Reicht das nicht? Ja. Der rennt doch schon, der gute Mann. Aber jemand anderen kann ich eh nicht angreifen. Geh schon mal da hoch mit der Zweihand-Axt. Da kommt die Ifrits angelaufen. Die Mini-Ifrits. Die sind ja süß. Ist nur aufpassen, dass sie nicht wieder einen Stein über 3 Kilometer ins Gesicht kriegen. Irgendwie das Gefühl, ihr solltet euch um jemand anderen kümmern. Nice, zweiter Kill für Zwubel. Und gekillt. Jetzt kriegen die Ifrits leider XP. Und Loot. Wenn die das überleben sollten. Jetzt muss ich doch die Ifrits killen. Lass mal tauschen. Down. What the fuck? Wieso kommen jetzt Dudes wieder? Können Ifrits auch noch Leute wiederbeleben? Ach du Scheibenkleister. Ey, jetzt ist es vielleicht ein Problem, was ich hier mache. Hätte ich vielleicht doch erst die Ifrits killen sollen. Ja, das ist okay. Kill Nummer 3 für Zwubel. Ich sehe da ein großes Talent heranwachsen. So. Guten Tag. Ich hab eine dicke Axt in der Hand. Du belebst das, ey. Spannerei. Kopf ab! Es sind noch 9. 1, 2, 3, 4 und 5 Ifrits demnach. Dann sind noch 3, die fehlen. Die Frage natürlich, wie groß die Ifrits sind. Er hat immer den Triple Bums. Der Triple Bums ist natürlich unangenehm.
Aber ich glaube, wenn du dran stehst, dann packen sie sich nicht zusammen. Muss jemand in der Backline stehen von den Ifrits, damit sie klumpen, sage ich jetzt mal. Oder sie werfen sich selber durch die Gegend. What the fuck? Sie werfen sich halt wirklich selber durch die Gegend. Oder ist das ihr Movement? Ich glaube, das ist ihr Movement, ne? So, der hat keine Lust mehr. Das ist sehr gut. Die Frage, wenn wir jetzt hier hingehen, haut er auf die Ifrits oder haut er auf uns? Und wir mit Xeli mitten reinlaufen. Wir haben keine Ausdauer mehr gerade. Wir müssen ein bisschen auf unsere Ausdauer achten. Okay, also dass die Nomaden bei einem Ifrit-Fight wiederkommen, ist ein bisschen eklig. Muss ich mal sagen. Gefällt mir nicht. Gefällt mir ganz und gar nicht. So, Ben steppt da mal rein. Okay, da oben sind sogar noch ein paar größere. Das sind inzwischen auch wieder 14. Moment, dann spawnen sie wirklich neue. Uah. Die packen sich zusammen und werfen die Leute rum und spawnen dann neue. Und packen sich doch zusammen, auch wenn... Das ja alles eklig. Hat echt keine Ausdauer mehr mit ihm. Der Kampf geht leider zu lange für meinen Geschmack. Hundi schafft das schon. Wir müssen hier oben, glaube ich, mit reingehen jetzt. Du wirst eh abhauen, dann brauche ich mir um dich keine Sorgen mehr machen. Ja, bei dir komme ich leider gar nicht hin. Ja, die werden sich doch, glaube ich, auch gleich zusammenpacken. Oder ist das schon die Stufe 3? Ne, da ist die Stufe 3. Uach. Uach. So, ja. Du wartest mal ab, weil du kannst gerade eh niemanden angreifen. Und hat den zerrissen, das ist sehr gut. Ja, wofür übernimmt den? Das kann spannend werden. Hat echt keine Ausdauer mehr für irgendwas. Au. Ja, der Hund ist tot. Die haben relativ hohe Hitchances, glaube ich. Der Hund ist ziemlich done. Ja, und da war wieder der Wurf. Der eklige. Der eklige. Der war fast ein One-Hit, lol. Ja, da fehlt die Ausdauer wieder. Ja, der stirbt einfach nebenbei. Ach. Das ist echt nervig. Das ist sehr, sehr nervig. Aber ich glaube, ich muss hier mal so machen. Weil ich habe das Gefühl, sie wollen jetzt auf mich gehen. Auf den Bandeleader da oben. Ich kann dem Hund eigentlich da drüben helfen. Dann muss Ricky mal versuchen, das bisschen zu tanken. Wobei das, glaube ich, keine gute Idee ist. Uff, wurde geblockt, das ist sehr gut. Der hält leider sehr viel aus. Hier kommen wieder Viecher mitten rein, ey. Das ist so ein Chaos gegen die Dinger. Wieder eins raus. Du gehst mal drauf.
Das war sehr, sehr gut. Da war wieder weniger. Jetzt haben wir noch 8 vor uns. Oh, ups, da war ja eins drin. Also die Hunde lenken halt ab. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das so geil ist. Aber wenn sie nicht treffen, ist natürlich schon... Oh, fuck, Alter. Das tut weh. Wenn sie... Ja, die Dreiergruppen sind das immer, ne? Die Dreiergruppen. Ich würde sagen, Sonics muss jetzt mal da ran. Der hat noch ein bisschen HP. Und Sepp auch. Und Xeli auch. Die müssen mal ein bisschen helfen. Ja. Gehen da mit Sacred da rein. Sono kann eigentlich auch noch mitten rein tanken. Dann müssen wir den hier an der Seite wegmachen. Du bist nicht dran. Ja, du kannst eh nicht laufen, aber du kannst noch einen Schritt rankommen. Einmal Overwhelm bitte. Ich hoffe, dass er dann weniger trifft. Sehr gut. Du musst leider erstmal ein Stück laufen. Bei dir kommen wir nicht mehr dazu, dass du noch attacken kannst, weil die AP fehlen. Oh, verteidigt. Sehr gut, wenn die Würfe verteidigt werden, haben wir extreme Vorteile. Weil wir ja dann die Kleinen wegmachen dürfen. Und es geht immer nur in Dreier-Schritten. Oh, habe ich nicht drauf geachtet, dass hier welche sind. Ja, und die müssen immer drei haben, um sich zusammenzubauen. Mal ein Overwhelm drin. Aua. Sehr gut, daneben. Also Overwhelm ist egal, weil er hat sich eh schon zusammengebaut. Dann ist Overwhelm egal. Du bist später dran, damit du moven kannst. Du bist auch später dran. Ich muss hier irgendwie jetzt außen rumlaufen, meine Leute, das ist ein bisschen doof. Da war eigentlich nur noch ein. Ein Biggie. Der schon zweimal overwhelmed wurde, noch einen dicken Hit abkriegt. Achso, der kann ein drittes Mal, der wurde fünfmal Overwhelmed, der sollte eigentlich nichts mehr treffen dürfen. Aber jetzt hat er keine Overwhelm mehr. Jetzt wurde er zerfallen, das ist so ein bisschen der Knackpunkt da dran. Ich glaube, die Kleinen machen halt auch nur ein Viertel des Damages oder sowas. Auch nicht tauschen, weil ich nicht genug Fatigue habe. Ich brauche 3 AP und 25 Fatigue. Dammit, mir fehlt ein Fatigue. Das tauschen. Ja gut, dann chillst du mal. So, jetzt haben wir nur noch den einen. Der sollte ja jetzt wohl machbar. Ach, dir fehlt halt auch Fatigue. Dammit! Wuffies! Jetzt haben wir Ifrit auf jeden Fall kennengelernt. Ist ein spannender Gegner, muss ich sagen. Brauchst du eine ganz eigene Taktik dagegen.
bist noch dran, du bist auch noch dran. So. Ja, brauchen wir eine ganz eigene Taktik. Jetzt haben wir noch ein paar Level-Ups. Mozzarella-Bräune zum Beispiel. Wie hat sich ein Zwubel geschlagen, der gute Mann? Hier, Zwubel. 490 Damage und 3 Kills. Also. Das wird was. Erster Fight. Schon gut. Gut bewiesen, dass er was kann. Nein, nehmen wir einfach den ganzen. Da haben wir den Triple auch. Sehr geil. Können wir direkt mal unserem einen Dude geben. Dem Sepp nämlich. Dem fehlt er noch. Der Triple Flail. Wo ist er? Da. Einsortieren. Das wollen wir nicht. Das ist auch nichts wert. Auch selbst wenn es repariert ist, ist es fast nichts wert. Das ist bei dir anders. Bei dir ist es auch anders. Und ihr seid, glaube ich, auch nicht so viel wert. Also. Ihr seid halt super niedrig. Glittering Rock. Einfach Gold. Nice. Nice. So. War ein geiler Fight. Der hat Spaß gemacht, der war auch interessant. Muss ein bisschen aufpassen, aber ich habe das Gefühl, ich habe den auch gut gespielt. Also der war, glaube ich, nicht allzu sehr verkackt. Ich habe doch gerade Ifrits besiegt, warum sind denn hier wieder Marriage Sightings? Ach Mann. Aber das ist zumindest kein Einfluss auf Preise. Das kein Einfluss auf... Aber Essen ist ja halt immer noch sauteuer. Mal hier ein was davon... 18er. Könnt ihr hier eure Billigschilder selber behalten? Und hier eure komischen Knüppel könnt ihr auch selber behalten. Und den Minispeer brauche ich halt auch nicht. So, wir haben für 3 Tage Essen. Wahrscheinlich sogar für weniger, wenn ich hier rausgehe. Eigentlich brauchen wir 44. Das ist also maximal, das sind gerade so mehr, bisschen mehr als 2 Tage. Ja, aber Handelsgüter kaufen lohnt sich ja. Und da musst du sich wirklich gut mit denen stellen, damit du Handelsgüter kaufen kannst. Das ist ja krass. Das ist echt übel. Wir haben noch einen schwarzen. Hier, warte mal. Achso, wir haben ein paar Level-Ups. Plus 2, plus 3, plus 4. Let's go. Perk Brawny hat er schon. Rotation vielleicht? Einfach nur zum Manipulieren der Gefechtsordnung. Wenn ich die Hunde besser benutzen kann. Oder giftet. Giftet, damit er besser trifft. Oh, nochmal plus 3, plus 3. Jetzt, let's go. Das hat sich gelohnt. Sie soll aber eigentlich schwere Sachen kriegen. Habe ich noch was über 90? Ich glaube nicht, ne? Meine aktuell schwerste Rüstung ist 90 und mein schwerster Helm ist 140. Ah ne, hier 180. Da, Batz, Mozzarella-Bräune. Gifte ist immer ein Maximum-Roll. Ach so. You gain a level up to increase its character's rules. With maximum rolls, stimmt. But without talents. Ja, ja. Aha. Ja gut, aber... Das habe ich noch gar nicht beachtet, stimmt. Aber dann ist Gift ja trotzdem mega gut auf Leuten, die halt hier in Skill und Defense keine Talents haben. Hat halt, ich habe jetzt nochmal einen 4er Fatigue genommen, ja, okay, aber ich habe auch plus 3 Melee-Skill und Melee-Defense genommen. Das ist, glaube ich, dann, das hat sich dann schon gelohnt. Ich komplett nicht drauf geachtet. Aber am Anfang hast du das Problem auch nicht allzu sehr. Ist einfach ein fucking Ancient Honor Guard Helmet. Vision minus 3. Du siehst halt nichts mehr, außer was direkt vor dir ist. Aber es schützt gut. Es schützt gut. So, du könntest halt auch noch hier das bessere Schild kriegen. Also das ist das beste Allround Schild. Das ist ja hier plus 20 gegen Melee Defense. Das Melee Defense ist das tatsächlich besser, aber... Ja. Overall. All around. Könnte ich hier noch ein paar davon verteilen. Bei dir zum Beispiel auch. Aber echt viele von den Schilden. Ich würde eigentlich mein The Bonkening wieder gerne reinholen, aber sehe ich aktuell nicht. Wir haben aber noch einen 3er Auftrag.
Ilfrid Stalk the Sand. Your service has been summoned to help deal with it, if you do not agree to the compensation. Aha. You paid more for this. Ja, 3000 für Ifrits will ich, glaube ich, nicht machen. Gefühlt sind das dann irgendwie 5, 6, Stufe 3 Ifrits. Da musst du übel viel wegräumen. Nee. Das könnt ihr alleine machen. Wandering City brauche ich jetzt auch nicht. So, gehen wir jetzt nochmal einen Tag später hin, ob es da noch einen Auftrag gibt. Also 3000 für Ifrits hört sich sehr, sehr viel an. Hört sich gefühlt sehr, sehr viel an. Gucken wir mal, ob die Arena inzwischen wieder offen hat. Dann können wir noch Arena-Fight mit dem Weg. Oder wir machen halt hier unten das mal. Das ist ja in einem Event, haben wir die Location bekommen, wo angeblich Schätze oder Artefakte von irgendeiner alten Adelsfamilie drin sein sollen, aber da waren Necro-Servants drin. Necro-Servants sind, glaube ich, gar nicht so schlimm, wenn du gute Defense hast. Oder extrem viel Damage. Aber das war halt diese Honor Guards mit Necro-Servants, die hatten halt eine Frontline, die Viecher, das war das Problem. Hier, Arena, was geht ab? Just a squiggly line, no, look at this. Look, this is, hey. A squiggly line, der will uns gegen Serpents antreten lassen, oder? Netze und außerdem viele kleine, stimmt, Netze, weil sie nicht mehr abhauen können, ja. Viel Damage und wenig Attacks ist so eine Sache. What? Meinst du gegen Necro-Servants? Haben Necro-Servants Nimble? Bei mir hatten die gar keinen. Achso, 9 Lives meinst du. Ja gut, dann ist es ja einmal getriggert, okay. And that's the head, it's a snake. You're fighting 4 snakes. Nope. 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 Ich werde nicht 4 Snakes fighten mit 3 Leuten oder so ein Scheiß. Ihr könnt mich mal. Finde ich nicht. Also, der muss ja nur jeder von denen einbinden und die vierte kann einfach drauf rumkauen. Also, da sehe ich mich mit im Unterzahl nicht so. 12 Snakes gegen 12 Mann sind problematischer. Findest du? Also, ja, die ziehen das ja immer rein in die Gruppe, das weiß ich. Aber. Da habe ich zu wenig Ahnung von Snakes, muss ich mal drauf achten. Jetzt sind wir wieder 35, das ist die Wüste. Wüste lässt uns mehr verbrauchen. Aha, cool. Gut zu wissen. So, mal wieder eine Runde gesoffen. Was geht hier? Kennen wir schon. Was da die komplett falschen Talente? Background Hedge Knight. Das ist Level 5 Hedge Knight vor allen Dingen direkt. Der kostet 1000er nur zum Ausprobieren. Ich habe, glaube ich, nicht genug Ressourcen, um den anwerben zu dürfen. Ehrlich gesagt. Da habe ich, glaube ich, nicht genug Ressourcen für. Außer wir müssen hier echt viel, wir können hier viel von unserem Sammelkram hier, von den Sulfur Rocks und so verkaufen. Dann könnte man das gucken, wenn das denn wert wäre. Halt, das war der falsche Klick. Gucken wir uns mal den Hedge Knight an. Minus Fatigue plus Hitpoints. Der fängt mit 83 Hitpoints an. Dadurch. Max Roll Hitpoints. Melee Skill ist okay. 6 Defense ist halt Min-Roll. Okay, die Defenses haben komplett Min gerollt. Das ist ja. Wow. Und er hat ein bisschen HP. Also die Talente sind halt scheiße. Also die sind ja wirklich Mist. Er hat super gute Base-Werte. Oder relativ gute Base-Werte. Aber die Talente sind halt Mist. Sind wir ehrlich. Ich brauche nicht ein HP-Talent auf einen Stern vor allen Dingen. Zusammen mit einem Fatigue-Talent. Und den auf einen Nimble-Dodger zu bauen. Pff, dafür hat er, glaube ich, zu wenig Base-Defense. Sehe ich nicht, dass ich da 10.000 ausgebe, auch wenn der fette Rüstung anhat. Die Rüstung alleine ist irgendwie 8.000 wert wahrscheinlich. Aha. Plus Range Defense plus Melee Defense. Okay. Da sehe ich mich eher. Bei dem Dude.
auch wenn er Minroll Melee Skill hat, aber der fängt einfach mit 9 Defense an auf beiden. Auf Level 1. Und kostet nicht so viel, weil er halt ein Knappe ist. Und kriegt 35 im Average, da kommt er auf 89 Melee Skill. Könnte noch ein Nimble Dude, wie gesagt, werden. Wobei die HP sind echt nicht so gut. Für Nimble hat er echt wenig HP. Ja. Irgendwie, der wäre halt jemand, der sick reinhaut. Wobei auch nicht so gut. Also, ne, wenn wir den hier nehmen und der einfach im Basic 25 kriegt, kommt er fast auf das Gleiche. Also, ja. Nee, lass mal. Lass mal. So, was wollt ihr von mir für 2000? Hört sich eigentlich ganz okay an. Marauding Greenskins. Mal wieder bei Sandfels. Ah doch, das können wir machen. Gibt's hier beim Waffenschmied was Geiles? Nope. Gibt's noch ein Bett, ein Noble-Schwert? Ich glaube, wir haben noch ein paar Leute, die kein Noble-Schwert haben. Und hier, genau, Xeli hat noch das normale Schwert. Genau, wir könnten das Noble-Schwert mitnehmen, würde ich sagen. Ja. Xeli jetzt, 66, 65. Ich glaube, ich gebe lieber Sonics tatsächlich. Sind wir ehrlich. Der ist näher dran am... Da wird was Gutes draus. So, sonst gibt noch einen fetten Cleaver. Wir haben noch ein paar Leute, wo wir nicht die Waffen festgelegt haben, ne? Die Waffenperks. Hier Xeli zum Beispiel, der muss ja nicht dabei bleiben. Den könnte ich auch auf den Cleaver umbauen noch. Was ich vielleicht gar nicht so eine dumme Idee finde. Aber ich könnte auch Sonics noch auf den Cleaver umbauen. Ich glaube, Xeli hat ein bisschen zu wenig Hitchance für ein Cleaver-Build. Wie warst du? 78, ja. Ja. Ich glaube, wir müssen doch wieder tauschen. Sonics, I'm sorry. Xeli kriegt das. Und du kriegst das, den Level 3 Cleaver, würde ich sagen. Oh, du kriegst aber den hier, den Cleaver. Zack. Du wirst quasi zum Ancient Honor Guard. So wie das aussieht aktuell. Auch wenn der Level 3 Cleaver besser ist, aber das ist halt jede Menge Kronen, die wir jetzt eigentlich nicht ausgeben müssen. Wer fehlt noch? Bei dir, Zugelbum, wissen wir schon, was wir mit dir machen wollen? Du logischerweise auch, du auch. Genau, Mozzarella-Bräune hat auch noch gar nicht festgelegt, was er wird. Aber der hat auch eine sehr, sehr gute Hitchance. Ich liebe ja die Cleaver. Ich glaube, wir brauchen nochmal einen Dude, der ein bisschen stunnen kann, der stumpfe Waffen nutzt. Oder wir geben ihm den Warhammer. Gegen fette Rüstungen. Weil die meisten Rüstungen wir jetzt eh nicht mehr erbeuten. Würde ich ihm einen Military Pick geben. Damit ein bisschen ausprobieren, die Rüstung zerstören können. 60 bis 105 Damage und Rüstung ist halt echt viel. So, gegen sowas wie Orc Warrior so müsste es eigentlich ganz gut sein. Hier, The Bonkening, du hast das. Ja, du hast halt auch noch keine Festlegung. Split Shield, Gash has a lower threat to inflict injuries. Das ist aber nicht Gash, aber du bist aber schon ein Schwert. Lunge, kriegen wir für Lunge irgendwas? Riposte? Für Lunge kriegen wir hier nichts. Außer dass wir weniger Fatigue machen. Also 20 statt 25 Fatigue verbrauchen. Bin mir noch nicht so sicher, ob ich das so geil finde mit dem Fencer. Bin ich mir noch nicht so sicher, dass sich das gut anfühlt. Das ist ja nur 45 Ausdauer. Wir müssen eigentlich Xanma ersetzen, unseren Bannerträger. Durch die kaputte Lunge ist es echt nicht mehr so cool. Er macht immer noch viel Damage, aber die kaputte Lunge macht ihn schwieriger einzusetzen. Sehr viel schwieriger. Ja. Aber hier gibt's gar keine Hund. Haben wir jetzt schon einen Auftrag angenommen? Yes, kill Marauding Greenskins. Bin vielleicht ein bisschen neben der Spur. Ich kann es nicht mehr tasten. Beenden. Ich weiß schon, dass ich auf der richtigen Fährte bin. Ich weiß ja, wo Sandfels ist. Danke. Danke für den Hinweis. Alter, hier ist ja alles kaputt. Ach du Scheibenkleister.
5 Sachen. Alter Vater. Ja, Sandfels, ey. Okay, Goblin Raider heißt, wir wollen das wieder bei Nacht machen. Komm schon, Nacht, 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 Nacht. Nacht, 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 Nacht. Ach du Scheibenkleister. So, Night. Jetzt können wir reingehen. Wolf Riders, Skirmishers, Ambushers. Oh, Pi mal Daumen 5 von jedem. Ich stehe aber auf dem Highground. Also okay, wenn ich auf dem Highground stehe und es Nacht ist, werde ich jetzt übel aufs Westbrett kriegen. Viel Erfolg, San. Wie gesagt, Spott ist dann in einer halben bis einer Stunde. Ungefähr. Na? Nicht vergessen. Ja, du bist jetzt doof. Die Long Axe kann nämlich darunter nicht angreifen. Die kann nur, wenn die hier steht, irgendwie dahin angreifen. Das ist ja jetzt alles blöd. Warpig. Würde ich anderen überlassen. Stellt es mir erstmal da mitten rein. So, du gehst mal hier hin, Sacred. Ein Lone Wolvie Wolf. Hallo. Schade. Schade. Ehrlich gesagt, ich freue mich schon ein bisschen auf das Sport machen. Das wird, glaube ich, ganz witzig. Wenn ich den Chat nicht lesen könnte, offensichtlicherweise. Aber Sport machen ist doch eigentlich in an sich witzig. Wir gehen hier hin. Ja, was machen wir jetzt mit dem anderen? Gehen wir erstmal da hin. Dass wir halt keine richtigen Ranges haben, ist halt echt doof. Und dass sowas halt nicht über zwei Ebenen pieksen darf. Aua. Ja, schon mal halb tot. Au! Also da versuchen wir jetzt in die Backline ranzukommen, die Schweine, ja? Hat schon mal nicht funktioniert, uns frei zu machen, ey. Da kommen die Wolf Rider. Aha. Da wollt ihr jetzt also hin, so. Du wartest mal kurz. Wartest auch mal kurz. Wen haben wir jetzt hier? Dich haben wir. Damit. Befreien, befreien. No! Nicht befreit gekriegt, ne? Glaubst es. Beim Maden. So, haben wir mal einen niedergeschnetzelt. Das ist doch viel geiler. So, war das noch eine Runde? Ja, sobald du hier runterläufst, darfst du nicht mehr attacken, ne? Sobald du da runtergelaufen bist, darfst du nicht mehr attacken. Gute ist, dass wir jetzt so dicke Rüstung haben, dass sie mit ihrem Pfeil nicht so richtig durchkommen. Dadurch bin ich nicht permanent vergiftet. Also da hilft Battleforge schon viel, wenn man dann die dicken Rüstungen auch hat dafür. Weil die halt nicht durchkommen durch die Rüstung. Huggies. Oh, das ist schlecht. Vielleicht mal hier unten helfen gehen. Huggies! Au! Au! Stop that!
Bin ich irgendwie dagegen, was hier passiert gerade? ...73 verkackt, no! Das ist doch alles Mist hier. Ja, ich muss jetzt meinem Lone Wolf hier oben helfen, glaube ich. 38er Chance, verschissen. So, mal dich. Dann machen wir jetzt noch einen Hund hier hin. Mach ihn Platthund! Jawohl. Tauschen den mal aus, das ist schon ganz gut. Dann kriegen wir ihn nämlich aus dem Nahkampf raus. Und zerschneiden die Leute jetzt mal langsam. Ja. Ja, du musst da leider bleiben. Ich komme da nicht weg. Wir können jetzt ein bisschen fressen hier, unser Ricky. Leider Gottes. Können wir bitte wieder alles sehen? So, blöde Sau. Blöde Sau auf NTV hier. Frag mich nicht, warum ich darauf gekommen bin. Aha. So macht das also. Da sind drei. Kann sie nicht wirklich festhalten. Ich denke aber, hier haben wir eine gute Frontline, von daher muss ich da glaube ich nicht weiter mitmachen. Machen wir mal den Kopf ab und dann machen wir den Hund auch noch weg. So, du hast keine Lust mehr, kann ich verstehen. So ist das halt, wenn man gegen mich spielt. Kugel packen wir mal dahin. 66, dann gehe ich auf dich. Dafür eh nichts davon, ja, sehr geil. Ja, sehr geil. Du kannst, glaube ich, mal langsam anfangen, hier durchzulaufen. Zu den Dudes. So wird zu deinem, ich verteidige mich, ne? Dass der Hund danach nochmal darf, also der Wolf, ist ja eigentlich. Eine absolute Frechheit. So, so nur übernimmt den. Schade. Also den Kampf bei Nacht zu machen. Ach. Bewahrt mich normalerweise vor so einem Scheiß. Ich meine, sie haben Wahrscheinlichkeiten von 14%. Sie hitten halt trotzdem. Die Arschgeigen. Die Arschkrampen. Danke, Wuffi. Yes, nimm sie auseinander. Bleibst du jetzt hier? Will ich abstechen? Was? Warte, ich will dich abstechen. So, du gehst mit hier rum und wir gehen auf den zusammen. Er ist dran, du bist dran. 75. Mach's rund. Geil. Dass man 67er nicht hittet. Ach Mann. My disappointment is immeasurable. My day is ruined. Dem auch wegzurennen. Ich glaube, es hakt. Ja, zumindest dürfen die nicht mehr schießen. Wir haben ja noch Hunde. Dahin darf ich noch gehen und darf ich hier sogar noch einen Hund setzen. Oh.
Gut, das wollte ich gar nicht. Ich wollte eigentlich, dass der und ein bisschen weiter rennt. War so meine Idee eigentlich. Finally. He dead. So, jetzt rennen die Hunde aber hoffentlich weiter. Ach nee, Moment, die fighten ja beide da dran. Ach, dammit. Moment, bis wohin darf ich, um einen Hund noch zu setzen? Ich darf gar nicht laufen, um einen Hund noch zu setzen. Ach so, wegen Ausdauer. Jetzt renn doch dahin, wo die, zu denen die wegrennen und nicht... Ach, bist doch ein dummer Hund. Du bist doch ein dummer Hund. Jetzt rennen wenigstens die Hunde mal los. Geh doch. Dafür habe ich euch doch, Wuffis. Damit ihr wegrennende Gegner für mich einfangen. Damit wir mehr XP da rauskriegen. Wir müssen noch Zwubel leveln. Den Zwubel-Schnubel. Und du bist immer noch vergiftet, ne? Du verlierst aber keine HP dadurch. Einfach nur so ein... Wir lähmen dich Gift. Oder anders ausgedrückt, wir nerven dich Gift. Die sind raus, beide. Ja, dammit. Ja, wenn die Hunde hat man direkt dahin gerannt. Zwubel hat nicht so viel gemacht, hat nur zugeguckt diesmal. Schade. Schade, schade, Schokolade. Back. Back in black. Na, 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 na. Na, 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 na. Back in black. Na, 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 na. Und frag mich nicht, was ich hier gerade alles vermische. Da waren die Nomaden noch, die können mich mal. Yay, the scholars have been antsy about your return. They've been wanting something new to study for a while now. If you can catch them, and I don't mean physically, those men are so deep in their thoughts, they act as if the rest of us don't even exist. Aha. Anstoßen! Ricky wird besoffen, aber Ricky hat auch gute Laune, deswegen kann ich verstehen. So, warten mal, bis Tag wird. Moment. Gibt's schon wieder einen Heiligen Krieg? You put your head down for a nap. The silky bedsheet slide off your body as you roll to the side. The silky bedsheet? Birds flutter past the sleek ivory-framed window. A voice pours into your ear, a hint of an aroma you've never smelled before gracing you. You're awake, a woman rolls herself over, running a finger down your chest before going back up and seizing your chin. Live pretty, the sun glowing across her smooth face and lighting up a set of emerald eyes. She goes for a kiss, you quickly slide out of the bed and frantically look around. She grips the sheet and comes to her knees, confused. What's wrong? Where are you going, my emperor? Aha. Looking up, you see a ceiling that stretches so far up you can hardly even see the artwork, which has been exquisitely embroidered there. You open a door and step out onto the balcony, impossibly tall building. Red, white, gold banners, a horizon steepled with black shapes stretching as far as the eye wished to see. Domes, fountains, great arches, statues that stand so tall, they seem to be commanding the structures as soldiers. Atop each roof is a garden greater and more flush than anything you've seen in the internal springs of nature itself. Suddenly two men emerges at your side with cages of doves and let them out. The birds desperately scatter and just then a roar erupts beneath you. Great crowds of people jumping and waving banners around. They love their emperor, the woman speaks from the doorway. Go to them. You look down to see a stream of soldiers marching down the middle of the road, each man stepping in unison with his brother, a steady staccato clap of boots, their faces stern in their gilded helms, long pole arms glistening upwards as though they are going off to war, to face the great beyond and to defeat it. A woman is at your side, she smiles warmly, taking you by the arm. You feel ready to agree to it, to this new reality, whatever it be. You take her by the cheek, ready to fall into her embrace, but a cry from below wails loud and clear over all else. You glance down to see the soldiers, once joined in perfect uniformity, breaking rank. In the distance a great mountain is erupting.
creating great bursts of red fire and an enormous cloud of hot ash, which quickly pours into the city. Buildings disintegrate, gardens burst into flames, and the people scream. They turn away, but there is no escaping the heat. The soldiers collapse and scream, a surging, searing heat, and soon enough you see the denizen melting in it, the soldiers becoming metal golems, singed into the very armor which was meant to protect them, and the unarmored crowd simply burst aflame. The woman cries at your side, "Oh, it's horrible, horrible! Would you look at it? But it's okay, understand? It's perfectly okay, look at me, look at me!" The woman grabs you and spins you. Her once soft features have hardened into blackened flakes. The top of her head already burned bald, her teeth falling out of dripping gums, yet she's grinning. "We arise again, Emperor! We shall rise again!" The skull breaks apart and her body collapses into a pile of burning bones. You jerk awake to find Ben the leader shaking you. It's blöd. "So wake up, we've got a group of refugees here, saying that the dead are rising from the earth and killing everything inside." The woman's face flashes before your eyes. It's horribly scarred, but this doesn't stop her from grinning. The Empire rises. Aha. Wir haben also eine Untoten. War is upon us. Wir haben also eine Untoten-Plage als weitere Late-Game-Crisis. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Langsam kann man zumindest das Essen bezahlen, so ein bisschen. Ein bisschen kann man hier langsam das Essen und die Sachen bezahlen. Wie sind die Verkaufspreise? 19. Na dann, hier, viel Spaß damit. Goblin Poison finde ich eigentlich inzwischen ziemlich doof. Hier können wir die ganzen Sachen verkaufen, die fertig repariert sind. Yes. Auch mal direkt noch was zum Reparieren, noch ein mehr. Ja, also die Untotenplage erwartet uns als weitere Crisis. Den wollen wir, glaube ich, nicht haben, ne? Auch wenn die super selten sind, den wird man nicht haben und den auch nicht, weil die echt... Uff. Training Hall. Wir könnten Zwubel auf Training schicken hier. Zwubel Nomad, der ist Level 4. Hier, Veteran Lesson kriegt er jetzt mal. Ludefist kriegt was, Abbruch kriegt was. Die anderen sind schon Level 7, das ist ganz okay. Jetzt haben wir aber keinen Auftrag mehr. Das ist ja Mist. Das ist ja Mist. Wir könnten hier noch eine 82er... Moment, wir haben doch schon so einen Flat-Top. Jetzt können wir mal den schwarz färben hier. Haha! Sieht das geil aus, wenn der einfach schwarz ist. Fett. Iron Will Potion. Permanent Injuries, new or old. Not affected by non-permanent injuries, Entschuldigung. Die haben wir nur mal hergestellt, damit wir sie haben. 210er Rüstungen. Ich glaube, ich wollte noch eine bessere Rüstung haben für jemanden. Ich glaube, eine 210er wird sich anbieten. Hier bei dir, ne? Zack. Dann hat Mozzarella Bräune schon mal was Besseres. Zwubel kriegt ein Level Up. Hier plus 70. Plus 4 hätte ich ganz gerne. Ich glaube, die HP wäre noch ganz gut, ne? Wobei die Defense ist so viel besser. Ein bisschen Resolve soll gefixt werden. So, jetzt die Frage, wollen wir Gifted nochmal Defense erhöhen? Nochmal Fatigue erhöhen? Fatigue wäre vielleicht smart, oder? Ah ne, hier, Backstabber kriegt er. Er ist ja in der Backline, er kriegt Backstabber. So, Sonics, du bist jemand, der Battleforged kriegt. Auf jeden Fall. Wegen Ausdauer. Dat und dat, würde ich sagen. So, die Untoten. Wir müssen halt irgendwann mal eine andere Mercenary Band killen. Das wäre so das Wichtige. Irgendwo eine andere Söldnertruppe. Frage ist, wo wir eine Söldnertruppe finden, die wir auch angreifen dürfen, ohne dass alle Leute auf uns, die ganze Welt auf uns sauer ist. Hier gibt's Ambush Trade Routes. Needed anyhow, this is skin of a dagger sheet. Huh?
4000? Alter, what? Hunter und Lindwurms, fuck you. Geh weg mit deiner Scheiße. Ihr könnt mich alle mal. Geh lieber nach Treitenfest und guck, was es da gibt. Ich geh doch nicht Lindwürmer jagen jetzt. Ihr seid doch alle irre im Kopf. Ihr seid doch alle irre im Kopf. So, was geht hier ab? Greenskins. 2000. Around Dulmen. Dulmen war im Nordosten, ne? Ja, das ist da ein ganzes Stück weit weg. Wir sind zwischen Open, aus Winterhall, Undorf. Wir haben sau viele Allied inzwischen. Die sind immer noch cold, die sind wieder auf Neutral. Stimmt, wir hatten ja, weil wir im Heiligen Krieg mit denen waren, fanden die das alles nicht so geil. Moment, kann ich hier sinnvollerweise... Aber so viel günstiger ist es ja auch nicht. Sowas kaufen. Habe ich das nochmal angeklickt? Armorer. 200er Rüstung. 190er Helm. Hier haben wir einen 300er Helm nochmal. Ein 230er Helm. Tja, wir würden. Ich würde gerne mal den Taxi der Mist eigentlich nochmal angucken. Was sieht es bei den Waffen aus hier? Hier hätten wir natürlich den Two-Handed Flail. Wen wollten wir dem Two-Handed Flail geben? Ich glaube Sepp, ne? Weil der, glaube ich, inzwischen sogar eine ganz gute Defense hat. Ganz gute Defense. Aber der hat inzwischen den Triple Flail und Fearsome. Das ist, glaube ich, eine bessere Kombination. Den könnten wir also irgendwann nochmal Shield Expert geben. Dann kriegen wir noch ein bisschen mehr Defense, ein paar Punkte. Wenn du viele Punkte in Defense hast, lohnt sich Defense immer mehr. Ich glaube, euch habe ich gar nicht auf Reparatur gestellt, ne? Ne, habe ich nicht. Das ist ja nicht so smart. Aber wir können hier die Sachen und die dann nochmal verkaufen. Ein Schwertreserve reicht ja wohl, oder? Was wir nicht besitzen, können wir nicht verlieren. Ja, Rolling Greenskins around Dulmen. Greenskins sind halt keine Mercenary-Truppen. Whatever. Wir versuchen uns mal mit den ganzen Leuten anzufreunden. Let's go nach Dulmen. Da brauchen wir wenigstens wieder weniger Proviant. Frage ist, ob wir Zwubel wirklich benutzen dürfen nach Dulmen. Kommt ein bisschen auf die Greenskins an, würde ich sagen. Und eigentlich hätte ich gern das Opfer-Event mal wieder. Ehrlich gesagt. Würde gern noch ein bisschen meine Kultisten leveln. Oder halt noch mehr Leute auf Kultisten konvertieren. Das wäre für mich auch okay. Beide Events hätte ich gerne. Da würde ich mich echt drüber freuen. Undead, a few necro servants, many ancient auxiliaries, many Wiedergängers. Ja, die werden uns angreifen. Das ist wieder so ein Meme, ne? Immer wenn hier ist so die Engstelle. Wenn du hier durchläufst, kommt immer irgendein Scheiß. Wie sind gerade eigentlich die anderen Leute hier durchgekommen? Die rennen da auch die ganze Zeit rum, ne? Die wollen uns unbedingt abfangen, wie ich das sehe. Abfangen und abfacken. With every battle your selfish fight. Yay, wir haben den Renown erhöht. Wir haben jetzt das höchste Renown erreicht. Wir könnten jetzt noch den letzten Slot füllen. Im Retinue. Jetzt weiß ich gerade nicht, was ich da haben wollte. Recruiter, Scavenger, ich glaube Paymaster wird sich langsam auszahlen. Tatsächlich. Weil inzwischen haben wir 320, es geht halt. Kultisten verlangen halt nicht viel. Paymaster brauchen wir da, glaube ich, nicht. So wirklich dringend. Recruiter. Makes you pay less up front for hiring. New man and 50% less for tryouts. Außerdem mehr Leute. Oder halt the lookout. Increases your sight radius, reveals extended information about footprints.
Quartermaster, kann man mehr von allem tragen. Trader, Cook, Minstrel. Makes Tavern Rumors more likely to contain useful information. The Brigand. Raided Caravan, the Cartographer. Discover the Legendary Location, the Blacksmith. Ach so, ja. Per Speed. Repairs all armor, helmets, weapons and shields worn by your man, even if they are broken or lost because your man died. And shields. Aber Shields können nur kaputt gehen. Have allied relations with the noble house. The agent. The bounty hunter. Pays for every champion slain. Da brauchen wir aber drei named or legendary items in your possession. Müssen wir doch mal legendary items behalten und nicht einfach verkaufen. Glaube ich. Da geht auf jeden Fall noch was. Da geht noch was. Ja, wir wissen, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Das ist schon okay. Danke. So. Hier sind wir Rolling Greenskins. Wir campen uns mal kurz rein, bevor wir die... Ich will die jetzt nicht bei Nacht suchen gehen. Auch wenn es bei Nacht smart wäre, wenn es Goblins sind. Bis jetzt waren es irgendwie immer wieder Goblins. Wie ist denn so eure Preislage? Wahrscheinlich... Na doch, hier. 19 reicht, um euch das zu verkaufen. Und nochmal essen, bitte. So, ist die Frage, wo sind die Greenskins? Orc Marauders, das sind sie doch, 9 Stück. Was haben wir hier? Some Orc Young, a few Orc Warriors. Ja, das sollte machbar sein. Let's go to arms! Die haben ja überhaupt keine Range, die müssen auf jeden Fall rankommen, das ist das Schöne an Orks. Vielleicht wollen sie auf den da oben gehen. Das wäre ja smart von ihnen. Kind of. Ja, aber dann würde ich sie abschneiden, wenn ich dahin gehe. Da sind die Warrior. Wir haben 3 Warrior. 9 haben wir, ne? 3 Warrior. 2, 4, 5. Da fehlt noch einer. Wo ist der letzte? Ist die Frage. Wo muss denn da stehen? Ihr lasst euch irgendwie nicht so sehr auseinanderziehen, ne? Ihr geht da voll rein. Ja, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, weil die schieben die Leute nämlich durch die Gegend. Deswegen stelle ich mir nur so hin. Ihr habt ja eh keine Ranged Attacks. Würde ich mal sagen. Und diese Runde kann ich eh nicht angreifen. Diese Runde kann ich eh nicht angreifen. Ich kann es erstmal schon mal Indomitable nehmen, damit wir hier nicht rumgeschoben werden. Und den mal einen Overwhelm drauf. Shit, jetzt habe ich mir hier ein bisschen selber den Weg verbaut. Hallihallo, sexy. Wunderschönen guten Tag. Wunderschönen guten Tag. 93, 95 Peaks. Der kann ihn auch nicht wegschieben. Von daher können wir hinter dem gut stehen gerade. Na, was geht bei dir? Oh shit. Das ist ja schlecht. Geht mein Lone Wolf halt nicht auf, wenn ich das hier so mache, wie ich es gerade mache. Gehen wir hier hoch. Und lass mal da stehen. Für den Fall, dass sie durch wollen. Für den Fall, dass sie uns irgendwie die Gegend schieben. War doch klar, dass sie irgendwie durch die Gegend schieben.
war irgendwie abzusehen. Dann schneiden wir erstmal eure Kleinen auf da. Im Hintergrund. Haben wir den mal schön overwhelmed. Ja, bei dir ist jetzt ein bisschen blöd. Ich müsste irgendwie anders da rausholen. Gerade mit Einkaufen fertig, mach parallel Küche und zuhören, was bei dir passiert. Drei Flails Liebe, yep, das stimmt. Drei Flails sind sehr, sehr geil. Du bist mir ein bisschen gefährlich da oben. Puh, zum Glück hat er mir ein bisschen Melee-Defense gegeben, würde ich sagen. Ja, das ist natürlich wieder scheiße hier, ne? Jetzt sehe ich nämlich dran. Und Orks kannst du ja nicht wegschieben, so einfach. Das klappt ja immer nicht. Bats. Kopf eingeschlagen. Ja, einkaufen muss ich heute auch noch, blöderweise. Moment, ich kann nicht sagen, dass du mich angreifen sollst. Kann ich bei dir leider nicht. Weil der rennt eh, wir könnten hier einfach schon weitergehen. Müssen wir den hier raus switchen nächste Runde. Spätestens nächste Runde, dass wir den mal da geswitcht kriegen. Als ob der Ork jetzt vor meinen kleinen Leutchen rennt, ey. Grün andulchen. Hier kann ich stehen bleiben, denke ich. Okay, der rennt. Wir müssen ihn nicht mehr rausswitchen. Die haben echt Angst vor mir inzwischen. Also sie haben echt gute Defense. Der rennt ja auch. Der hier ist das Problem. So, schneiden wir den mal auf. Guten Tag. Ich habe hier was mitgebracht. Eine große Axt. Ich nenne sie liebevoll Bertha. Und Bertha schneidet gerne. So, du rennst auch. Geil. Jetzt muss man hier hin, weil ich glaube, der kriegt jetzt aufs Maul. Ne, ja, greift jemand anderen an. Das ist ja spannend. Dann können wir dich da stehen lassen. Der wurde komplett von Dolchen abgestochen. Von dem einen Dolch war hier, der hat ihn komplett zerlegt. Ah, geil. Aber ich muss sagen, die Zweihandwaffen sind auch sehr, sehr geil. Also die machen einfach so viel Schaden. Dass ich da auch ein bisschen happy drüber bin. Bin ich ehrlich. So, der rennt auch. Ja, geil. Nur noch der noch Bock hat zu fighten. Ein Ork jagen. Nun doch. Jetzt hat er auch keinen Bock mehr zu fighten. Ja, geil. Also vor allem habe ich den Triple Flail mit Fearsome inzwischen kombiniert. Und das ist echt witzig dann, also was die alles dann an negativen Moral-Trigger auslösen, ist einfach nicht mehr lustig. Ja, versuch doch zu laufen. Versuch doch zu laufen. Können sogar einfach versuchen, seine Rüstung zu ignorieren. Ja, sehr geile Kombination. Nix! Du gehst mal da rein. So, und jetzt stechen wir dich einfach ab im Stiefelkreis. Genau so. Sehr geil. Wieder alles mitnehmen. Schön looten. Ganz entspannt. Also das Problem hier durchzulaufen, ist größer als der eigentliche Fight. Das ist größer als der eigentliche Fight für 2000 Kronen für Nobles. Ja genau, 22 Untote. Mit... Moment, aber das sind nur noch Wiedergänge, das sind keine Necro-Servants mehr drin. Ha!
Jetzt ist es machbar. Die gegen die Necro-Servants hatte ich wenig Bock anzutreten, ehrlich gesagt. Ja doch, jetzt können wir so machen. Hier, let's go. Rein da. Mehr XP und so. Es sind halt nur viele, die wiederkommen. Das ist das einzige Problem. Es sind halt einfach nur fucking viele. Müssen wir ein paar Mal köpfen hier, würde ich sagen. Nein, das war dumm. Der hat doch einen Lone Wolf, der geht da doch nicht mehr. Nicht so smart. Die Legionnaires sind vielleicht ein... Ja, aber ich habe ja... Ich habe noch nur eine Backline-Axt, ups. Ja, wird schon. Kommen wir schon hin. Hier können wir noch einen Hund reinsetzen. Der kann noch ein bisschen zukauen. Wenn ich jetzt nach vorne gehe, Ja. Machen sie ja. Ich glaube, wir werden dann hier hin und den Hund so hinsetzen. Also den ich brauche mal einen Oblivion-Trank für ihn, weil der Lone Wolf lohnt sich absolut gar nicht. Der funktioniert nicht. Also ich krieg den, der hat den fast nie, den Perk. Dass er ihn triggern könnte. Jetzt werde ich nur langsam ein bisschen überrannt. Und du bist da ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Bin ein Stück zu weit vorgelaufen mit dem. Hier kann ich, glaube ich, dann rein splitten. Sieht eigentlich ganz gut aus. Zwei oder drei Felder Abstand zu anderen, oder? Drei Felder Abstand. Du musst drei leere Felder haben, also drei Felder, wo keine Verbündeten sind. Damit das funktioniert, und das sehe ich hier gerade nicht, dass ich das bei der Größe meiner Leute inzwischen hinkriege. So. Genau. Oh. Armer Wuffi. No! Ach so, weil ihr keinen Gegner habt, deswegen greift ihr den Wuffi an. Ja, habe ich versucht, ihm eine Flanke zu geben, aber er ist trotzdem immer einen Tick zu nah dran. Denn den wollte ich ihn köpfen. So. Na, guck mal, hier mal schön. Alle drei, let's go. Guter Zwubel. Guter Move. Ach, die Rüstung kaputt von ihm. Moment. Könnt doch hier einen Roundhouse-Kick machen. Jupp, können wir. Ja, die haben sogar zwei Attacks. So. Zum Glück laufen die hier hinten noch verwirrt durch die Gegend. Zum Glück laufen die da noch hinten verwirrt durch die Gegend. Machen wir den weg. Oh, den fast. Kopf ab. Kopf ab, habe ich gesagt, danke. Kopf ab, da haben wir schon mal auf jeden Fall welche, die nicht wiederkommen. Das ist sehr geil. Das ist doch sehr geil. Hier unten scheint sich nicht so viel Problematisches zu sammeln, deswegen gehen wir mal nach oben weiter. Das ist nicht so smart, Wuffi. Das ist insgesamt nicht so smart, dass du da so weit drin stehst. Ich werde dich mal irgendwie switchen müssen, glaube ich. So zum Beispiel. Vielleicht haue ich einfach lieber zu. Oder zu versuchen, das Schild zu splitten. Wir treffen!
aber nichts. Oh, jetzt habe ich leider nicht mehr meinen Schwung. Doch, doch, darf ich hier meinen Schwung. Perfekt. Zack. Ich mag Zwubel. Zwubel ist ein guter. Sind wir ehrlich. Was der hätte, ist eine absolute Frechheit. Hat sogar relativ viel Damage gemacht. Zum fast beim Ausgleich der Zahlen. Da ist noch ein Kopf ab, sehr schön. Sind die Zahlen ausgeglichen. Das hat Zombie gerade sehr schön gesagt. So, ich kann noch einen Roundhouse-Kick machen. Zack! Guten Tag. Guten Tag. Kann ich dich nach hinten schieben? Kann ich, ne? Dann gehe ich mal hier rein, damit der Hund nicht mehr die ganze Zeit gefokust wird. Damit er überlebt, der gute Wuffi. 95, 90. Kopf ab! Jawoll. Gell? Auf wen gehen wir denn jetzt? Die haben ja alle Schilder, das ist ja alles Mist. Machen wir mal das Schild weg. Ich glaube, du kannst einen Schritt nach oben gehen, wobei du kannst den halt gar nicht mehr angreifen. Wir tauschen einfach mit dir hier, würde ich sagen. Wofür wir es auch immer wissen, ne? Niedergestochen. Oh. Das war nicht so smart. Insgesamt. Da habe ich übersehen, dass da einer so weit vorne steht, glaube ich. Ist suboptimal, aber er trifft zum Glück nicht. Ja, nee, ich habe ja gesagt, er trifft nicht. Darf er dann auch nicht. Oh. Der trifft natürlich, da habe ich nichts gesagt. Das ist schlecht. Ist der Typ weg, den ich eigentlich attacken wollte? Das ist doch scheiße. Batz ins Gesicht. So, ja, müssen wir hier durch. Mach mal den weg. Weg mit dir. Dann haben wir keine Ausdauer mehr. Weg mit dir. Geil. Kopf ab. Sehr gut. Noch ein Kopf ab. Das läuft. Also die Köpfe fliegen gerade. Ah, bei dem nicht. Ach, dammit. Ach, dammit. Ach, wie viele denn? Ja, na klar. Ob so viele zurückkommen dürfen. Ja. Dann schon wieder den Hund. Den Hund hatten wir platt gemacht. Sehr gut. Peaks. Ja, tja, tja. Ich glaube, ich mache mal kurz den Platt einfach. Und dann kann ich einfach nochmal zustechen. Und dann machen wir 82, 9, 95. Machen wir den noch einen. Machen wir die Schilder einfach kaputt. Die wollen wir eh nicht haben. Au! Dann nehme ich doch mal raus, switchen, glaube ich. Oder ich schiebe den einfach weg. So. Easy. Shieldsplitten darf ich nicht auf die Reichweite, aber ich darf... Alter, der Damage ist schon nicht ohne, ne? Bei den Sachen. Darf man nicht unterschätzen. Moment. Muss da rumlaufen, weil der sonst... Der hat die dickere Waffe, der ist wichtiger. Ist der ein Schritt... Scheiße. Er hat keine Ausdauer mehr. No! Die Ausdauer ist down. Generell ist meine Ausdauer am Sack. Nicht nur bei dem, sondern bei allen so ein bisschen. Batz. Jetzt kam zumindest, es war gerade schon Rundenübergang, ne? Jetzt kamen zumindest nicht Leute wieder. Ich geh mal hier unten helfen. Hat sich der Hund auch gedacht, ich geh mal da unten helfen.
Kriegen das Schild noch gesplittet, oder? Sollte sehr, sehr viel Damage gegen das Schild machen. Aua! Ob der trifft? Die Sau! So, lach mal dich mal aus, damit du auf mich gehst. Wer darf mir noch das Schild splitten von meinen Leuten? Wieder ungenau angreifen. Hier, Shield Split, danke. Das ist doch sehr gut. Warte, ich dachte, die kriegen den Kopf ab. Der ist down. Und der kommt gleich wieder, deswegen bleibst du da oben stehen. Du auch. Bleib schön in der Runde stehen. Okay, jetzt kommt ein anderer wieder. Hätte ich nicht vermutet. Das hatte ich so nicht antizipiert. Okay, jetzt haben wir noch einen. Ja, nochmal zuhauen da auf die Sau. Sich fast böse Wörter in den Mund genommen. Die hat mir meine Mama aber verboten. Also mache ich das jetzt nicht mehr. Ja, ja. So. 400 XP auf Zwubel. Alter Falter, und es ist kein Level-Up. Holy moly. Ja, gib mir das Zeug. Wie gesagt, es war einfach nur als Free XP zum Mitnehmen gedacht. Und das hat, glaube ich, ganz gut funktioniert. Aber dass 400 XP kein Level-Up sind, ist einfach nur... Das ist ja lächerlich. Ich becher mich weg. Barkeeper, hau raus. Was in deinen Fässern steckt. Ja, wir nehmen auch noch die plus 3 mit, würde ich sagen. Jetzt haben wir noch einen Perk mehr. Der hat noch nicht mal eine Waffe. Ich glaube, ich hatte überlegt, ob ich ihm... Aber der hat keine gute Hitchance und da will er, glaube ich, bei den Schwertern bleiben. Er hat nur 2 Level, also er kommt gerade so auf die 70, wenn dann... Geben ihm Schwert Mastery. So, Ricky hat Level 11 erreicht. Aha, 93 plus Backstabber. Yo! Geil. Also, den darf ich gar nicht so schwere Rüstung anziehen. Weil dann hier nochmal die plus 3 wäre, glaube ich, ganz geil. Und dann hier nochmal plus 5. Weil er ja dann über 100 hat. Und ich würde mal sagen, Relentless dann noch. Damit er früher dran ist. Er hat wieder sogar 2 Perks, weil er das hat. Er hat Pathfinder schon, deswegen auf jeden Fall Relentless, weil er Dodge hat. Der könnte eigentlich auch Nimble noch geben, theoretisch. Oder halt was... Minus 3, minus 9, minus 12. Er könnte sogar einfach mit Nimble gehen und ist dann einfach ein Axt-Zweihänder. Komplett. Mit 93 Hitchance. Let's go. Das Nimble hat sich eher so ergeben. Er hat nicht so viel AP, aber wenn er schon gehittet wird, soll er nicht so viel verlieren. Unser Lone Wolf, wie gesagt, den werde ich, glaube ich, mal reskillen, aber dazu muss ich erstmal noch ein bisschen weiter leveln. Plus 5. Wait. Er trägt aber schon übel schwer. Ha, puh, nö. Let's go. Noch schwerere Rüstung für dich dann. So, du kriegst auf jeden Fall Berserkma. Und nächste wird dann noch Killing Frenzy. Und wir müssen dir wahrscheinlich auch mal die Axt geben. Die Axt Mastery. Dann haben wir Xan noch auf Level 12. Ja gut, das ist nur so ein bisschen Kosmetik. Ja, das Leveln ist eh Quatsch. Perks kriegt er nicht mehr. Ist halt einer unserer langen. Da sind die anderen mit den Necro Servants, oder? Nee, das ist nochmal das gleiche in grün. Das ist nochmal das gleiche in grün. Some Armored Wiedergänger, some Ancient Legionnaires. Das ist, glaube ich, sogar noch eine schwächere Version davon. Nochmal 24 Untote, Alter. Da kommt direkt... Aber da sind die Necro Servants. Okay. Ihr habt mich überzeugt, ich gehe den anderen Weg. Geht weg. Die kommen hier irgendwie von hier drüben, ne? Hellhole Crypt. Ihr habt mich überzeugt, ich hau ab. Die Necro-Servants da drin, so eine Riesenschlacht, die sind das Problem. Die anderen kann ich abmetzeln, aber die Necro-Servants, die hauen ordentlich rein.
Da habe ich dann doch ein bisschen Respekt davor. Ich meine es einfach nur, wir wollen zurück nach Hause. Wir wollen uns 2000 Kronen einsacken. Lasst uns! Habe ich hier eigentlich einen guten? Ich habe hier sogar noch einen nicht so einen guten Armbrust hier für 5. Ah, das Geld habe ich gerade. Das Geld habe ich gerade nicht. Dann müssen wir die ganze Scheiße verkaufen. Wie sind hier die Verkaufspreise? 22, ja geil. Dich werde ich nicht reparieren. Dich nicht. Nur Sachen, die ich nicht repariere. Dich werde ich nicht reparieren. Euch komische Sachen werde ich nicht ordentlich reparieren, weil ihr einfach nur Müll seid. Das ist ein 130er Helm davor, den werde ich auch nicht reparieren. Den werde ich nicht reparieren. Achso, und die billigen Speere natürlich auch nicht. Stash. So, euch will ich aber schon reparieren, bevor ich euch verkaufe. Die habe ich noch gar nicht eingestellt. Das kann ich auch noch verkaufen. So, jetzt die Frage, will ich jetzt hier bei Ambush Trade Routes für 5000 einen besseren Crossbow mitnehmen? Wahrscheinlich nicht. Dafür benutze ich ihn noch zu selten. Dafür benutze ich ihn noch zu selten. 21 Tusen. So. Huch, hier hat jetzt noch jemand auf mein Discord gefunden. Lass mal kurz Hallo sagen. Muss mal kurz neugierig sein auf meinem Discord. So, jetzt können wir weitermachen. Did it. 2100! Your presence is not another bad omen. You shrug and place Greenskin's head on the table, explaining that all of them were taken care of. Count Engelbert von Perrin glanced at it. So my illness must have been caused by something else, but what? Children. The children have been rather loud lately. Was ein Arsch! What is it they are playing behind the giggles and laughter? The man pauses and then shakes his head. Ah, no matter. Your pay is being held by a guard outside. It is an amount we agreed on, though feel free to count it. The gods know I may have miscounted in my current state. A successful hunt. Geil. Und ich würde sagen, das ist ein guter Punkt, um die Kampagne zu speichern und mein Community Goal zu erfüllen, denn wir werden jetzt eine Stunde lang Sport machen. Unload Campaign, Kultisten Stream, Tag 201. Hier bin ich aber 241, habe noch nicht meine zweite Crisis. Aber wir hatten jetzt schon War is Upon Us. Stimmt, wo waren wir denn jetzt so? Wir suchen immer noch ein paar neue Leute. Wir können mal einen Code Blue suchen. Weil Blue hat mir gestern erzählt, dass er immer wieder reinschaut und wir haben ihn nicht mehr oder ich habe ihn gar nicht geholt sogar. Kasimir Dego. Nee, also ich habe ihn zumindest nicht gekillt. Sag mal so. Aber ich habe keine Übersicht mehr, ob ich noch jemals hatte. Ich glaube nicht. Weil dazu müssten wir halt einen guten Dude finden. Und halt nicht sowas hier mit Short-Sighted und dann Fernkampftalent. Ich hatte mir schon... Ich habe mir auch schon angeschaut... Das hat Fernkampf-Defense... Rainer the Mad. Der hat eine schlechte Ausdauer. Und schlechte Resolve. Das Weaver Deserter, ne, ihr habt noch weniger Resolve. Das will ich eigentlich gar nicht haben, deswegen. Gottfried Quickmind. Ich will eigentlich ein bisschen bessere Leute. Unfassbar viel Deserter.
Bastard. Der kann auch blöde Resolve haben. Ja, 29 ist halt echt unfassbar niedrig. Und minus 4. Nope. Nope, da rettet auch die positive Sache nix. Achso, Moment. Können wir aber hier vielleicht was zum Reparieren? Puh. Geil ist es nicht. Der Reparier-Scheiß. Richtig geil ist es nicht. Wir wollten ja eigentlich im Süden ein bisschen was machen. Wir hatten, glaube ich, mit dem Süden jetzt nichts mehr zu tun. Das war so der Knackpunkt. Ich glaube, ich könnte schon mal noch... Und wir sind übrigens so weit, dass Ricky eigentlich mit ihm bessere Rüstung anziehen wird. Wobei er hat keine Ausdauer. Wir haben ihn nie auf Ausdauer... Nee, wenn er meint, wir haben ihn nie auf Ausdauer geskillt. Wollte ich gerade sagen, hätte er... Und er hat Nimble und Dodge. Aber er hat halt wirklich wenig Ausdauer. Nimble und Dodge will er sowieso keine große Ausdauer haben. Wir könnten ihm überlegen, eine fette Zweihandaxt zu geben hier, wie unserem Sir Sacred. Ja, und er hat 93 Hitchance. Ja. Und dann wäre er auch noch ein sehr, sehr guter Dude. Aber er kann auch einfach aus der Backline arbeiten. Wir brauchen auch Backliner. Ja, wir gehen wieder nach Weißenschacht. In Weißenschacht war man lange nicht mehr. Da gab es gute Sachen. Und wir müssen bis auf die Ration achten. Jetzt haben wir wieder nur 31, die so kostet pro Tag. Gab's im Retinue eigentlich? Hallihallo Sono. Wunderschönen guten Morgen. Ich hab hier doch den Cook. Koch. 2 Tage Hitpoints Healing Rate. Das lässt sich nur sich länger halten. Das ist halt, wenn du mal viel kaufst, dann ist der, glaube ich, nur geil, wenn man hier irgendwie in die Wildnis raus. In die Wildnis war ich noch gar nicht großartig. Eigentlich sowas, was noch ein bisschen fehlt. Aber jetzt haben wir ja gesagt, wir wollten erstmal im Süden ein bisschen chillen. So. Ich habe gerade Ambush Trade Routes. Das ist natürlich doof. Natürlich dann hier wieder alles teuer ist. Das ist doch Mist. War 22 Verkaufspreise. Viel Spaß damit, Leute. Dem ganzen Ork-Scheiß. Viel Spaß mit dem Ork-Scheiß. Hier, da ist noch Ork-Scheiß. Boah, und war's. Erstmal. Haben wir hier ein paar gute Leute? Der kann halt richtig viel Ausdauer und richtig viel HP haben. Faint Heart minus Resolve. Der hat aber echt schon. Der hat minus. Der hat 25 Resolve nur. Gute HP, gute Ausdauer. Ganz okay im Melee-Skill. Das sind 2 Sterne. Ja, nee. Irgendwie nicht. Was haben wir hier? Ein Killer on the Run. Nightblind. Ja, gut, das ist Melee nicht so wichtig. Er hat einen Stern in Melee-Verteidigung. Aber HP hat er gar nicht. Der Skill ist Low Roll. Nee. Sehe ich irgendwie auch nicht. Auch wenn es mal witzig wäre, ein Killer on the Run dabei zu haben. Das würde thematisch so gut passen zu uns. Juggler. Der kann halt extrem viel Initiative haben. What? Plus Melee Skill noch und Loyal. Yo, what? Alles klar, Game. Ich nehme ihn ja mit. Ich gucke mal dann kurz an. Average HP für den Hintergrund, also insgesamt schlechte HP. 50. Fatigue ist okay. Resolve ist echt niedrig, da müsste man einiges reinstecken. Richtig gute Inni. Schlechter Miliska mit 2 Sternen und wenn der dann immer 30, wenn er immer 3 kriegt, kriegt er insgesamt 30, könnte auf 79 kommen, das ist schon okay. Und vor allen Dingen hat er halt, er kriegt irgendwie ein Average 35 Melee Defense. Wenn wir die beiden Sachen immer nehmen, er könnte, wenn die Baseline nicht so scheiße wäre.
Ach komm, wir nehmen mal einen Juggler dazu. Warum nicht? Warum nicht? Wir haben doch das Geld. Er kriegt auf jeden Fall so einen Helm. Da er so ein schlechter Hitter ist, kriegt er erstmal einen Dart und Dart. Er braucht noch einen Dolch. Und er braucht auf jeden Fall noch eine Rüstung, wo wir noch eine 90er haben. Hat noch 61 Fatigue. Das sieht doch ganz gut average aus. Dono, wie geht's dir? Wie geht's dir nach dem gestrigen Sport eigentlich? Merkst du was? So. Und ich würde ihn jetzt eigentlich ganz gern Code Blue nennen, aber ich glaube, der könnte sein, dass er uns ein bisschen wegstirbt. Nein, den schreibt man ja so. Kann ich... Ah, ne, ist halt Blue. So. Hab mir die Beine gemerkt, aber hatte am Tag davor auch Leg Day. Alter, ich merke alles. Von den Oberschenkeln bis in Bauch und unterer Rücken, ich merke alles. Meine Arme sind wieder okay. Die merke ich zum Glück gar nicht. Aber ich war wirklich, ich war ja noch einkaufen und musste Saft kaufen, Alter. Ich hab mich so hochgeschleppt, die Treppe. Ich hab mich so hochgeschleppt und konnte wirklich dann hier die Teekanne, musste ich mit zwei Händen halten, wenn ich hier Tee eingießen wollte. Das war nicht feierlich gestern. Aber heute merke ich den Muskelkater, wie gesagt, so Knie bis Bauchnabel oder kurz drüber, über den Bauchnabel, da ist alles am Ziehen, wenn ich mich bewege. Also ich merke was. So, Brigands. Drive of Brigands. Das sollte man eigentlich hinkriegen, würde ich sagen. Accept mal den Contract. Guck mal. Bei Drive of Brigands könnten wir vielleicht ein paar Leute einsetzen, die nicht Max-Level sind. Da haben wir jetzt echt viele Max-Level-Leute drin. Wir können zum Beispiel hier mal ersetzen, Ricky durch M-Lane. M-Lane ist inzwischen auch nicht so scheiße. Und Masumoto, der sieht halt insane aus, ne? Also mit seiner fucking Rüstung und seinem Zweihand-Cleaver, der schneidet schon viel durch. Sacred the Lone Wolf, Danushka. Das ist auch einer meiner Haupttanks zusammen mit Ben. Wenn wir es so rum machen, dass Sono die Seite übernimmt, können wir vielleicht... Ups. Ja doch, genau. Dann können wir vielleicht Danushka mal kurz rausnehmen. Ja, das Goblin Poison sogar noch drauf. Dann würde ich sagen, ab in diese Sache rein. Am besten würde man bei Nachtort ankommen. Das wäre der Optimalfall. Aus meiner Sicht. Also ich merke auf jeden Fall, dass ich einiges gemacht habe und tut eigentlich ganz gut. Aber wir kommen, glaube ich, nicht bei Nacht an. Dann könnte meine Range Defense mau werden. Der hat 25, der hat 10, 34. Die Leute mit Schild gehen, glaube ich, sogar noch. Aber hier so 9 und 19 und 9. Könnte bitter werden. A few thugs, a few marksmen, many raiders. Ja. Let's try. Ich muss, wie gesagt, ein bisschen aufpassen. Hier mit Code Blue, der ist jetzt ganz neu dabei. Hat fast keine Rüstung. Machen wir erstmal die Sachen. Mal sehen, wobei das relativ klar ist, wo wir hin können. Das war's schon. Verstecken wir uns gerade hier hinter was blockiert die Sicht, ne? Ich können die Fernkämpfer schlechter schießen. Das sind 12. 2, 4, 6, 8, 9. 3 fehlen noch. Ah, du bist Code Blue, du gehst nicht als erstes rein. Wollte ich gerade jemanden reinschicken, den ich als erstes rein soll.
Sonix ist was anderes. Der ist schon Level 7 und hat 35 Defense. Aha. Da sind noch ein paar. Mozzarella-Bräune ist inzwischen, glaube ich, auch schon ganz gut dabei. Ach, jetzt habe ich hier wieder den Lone Wolf aufgehoben, weil ich zu nah dran stehe. Ich Vollidiot. Naja. Man kann nicht alles haben. Nee, ich will nicht noch näher ran. Du gehst mal hier in die Mitte, Xan. So, du stehst mal mit hier hin. Die wird mit unterstützt. Du gehst mal auch mit in die Mitte. So. Wir müssen noch Hunde setzen. Warum nicht? Dann darf der nämlich nicht werfen. Batz. Dann darf der seinen großen Riesenspeer nicht werfen. Ich mag keine Riesenspeere, die gegen mich geworfen werden. Wie der da, der hat auch einen Riesenspeer. Ah ja, kommt raus. Das freut mich natürlich. Macht's mir einfacher, euch zu hauen. Wenn ihr rauskommt. Du wartest mal kurz, bis die Leute richtig dran stehen. Du bist Code Blue. Code Blue, du bist hauptsächlich zum Zugucken hier, wie die erfahrenen Leute das machen. Ist gar nicht so sehr hier, um wirklich zuzuhauen. Deswegen. So. Ohohoho. So, du gehst mal hier hin und so rum. Ich will dich nämlich freilassen. Für unseren guten Masumoto. Batz. Ja, geil. Hunde will ich nicht setzen, weil ich glaube, Hunde lösen auch den Lone Wolf Perk auf. Ja, dem geht's ja richtig gut. Muss ich mal so sagen. Dem geht's ja richtig gut. Okay, du bleibst da stehen. Guten Tag. Du gehst hier rein. Let's go. Wir müssen rumswitchen. Brauchen wir nicht. Das verbraucht, macht nur Ausdauer. Problematico. Also ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich mich einfach frontal wie so ein, mit meinen Leuten mit so einem Ball des Todes durch sowas durchfressen kann. Das ist eigentlich ganz geil. Fühlt sich sehr gut an. Aha. So funktioniert das also da oben, ja? Also der, ich würde sagen, der blutet jetzt sowieso. Sehr gut, dass er vor uns dran ist, dann müssen wir es nicht machen. Sparen wir uns was. So. Hier kannst du mal mitmachen, komm. Wenn du auch ein bisschen Damage mitmachst. Ein bisschen Rüstung hast, ja. Weg mit dem Schild. Gar keine Lust drauf. Zwubel hat mit einem 80er-Hit daneben gehauen. Der Vollidiot. Oh, hupsi. Gehen wir den mal durch, damit wir dann hier reinsteppen können. So, 60. Schade. Hier nehmen wir den hier. Oh, der ist geblockt. No! Was bis dahin? Moment, wir können tauschen. Aufschneiden. Das ist so übel. Oh. Gehst mal da hoch. Mal einen Schritt zur Seite und warten.
Hm. Ich komme jetzt nicht durch, ne? Weil ich über den nicht drüber kann. Da hat der Hund was weggefressen. Dürfen die nicht mehr schießen? Die dürfen auch nicht mehr schießen. Ja, guck mal, haben eigentlich schon... Ach doch, der durfte nochmal schießen. Eigentlich quasi schon geworden. Die wissen es nur noch nicht. Die wissen es nur noch nicht. Hallo? Batz, da kam noch ein schöner Hit an. So, darf ich jetzt mal 60, komm. Ja, es ist so übel, was das Ding raus ist. Es ist einfach fast ein One-Shot. Fisch ist so übel. Ja, ich schaff das ja wohl da unten. Den Hund ein bisschen schützen. Gegner andere Ziele haben. Er wollte weglaufen, wurde einfach geköpft. Er wird dann auch noch overwhelmed. Auf mein Shield zu splitten. Ich glaube, es hackt. Geh mir mit dem komischen Shield Split. What? Ja, hat dir richtig viel geholfen, wenn du da unter mir stehst mit dem Quatsch. Mhm. Würde ich auch weiter beibehalten. Ja, der hat auch keine Lust mehr. Kann ich verstehen. So. Wir haben gehittet. What? Wieso? Ach so, weil wir die Untotenplage haben, kommen jetzt random Leute wieder. Lol, in allen Kämpfen. Das ist ja übel anstrengend. Das ist ja absolut anstrengend. Kämpfen die dann aber auf der Seite der Gegner oder kämpfen die einfach als dritte Fraktion dann mit? Das ist ja blöd. Das ist ja erst recht blöd. What? 57er Chance, 58 gerollt. Ach Mann. Du solltest nicht weglaufen. Das ist eine dumme Idee. Jetzt kommen die da unten auch wieder. Das ist ja super nervig. Super nervig ist es. Hätte ich kurz warten sollen mit den Attacken. Und die mich alle, da ist ja auch noch einer, alle platt machen. Und der Kampf endlich vorbei ist. Weil die ja keine Moral haben. So, down. Okay, wir müssen also mehr darauf achten, den Leuten die Köpfe abzuschneiden. Ach du Scheibenkleister. Gehst mir schon ein bisschen auf den Keks da mit dem Scheiß-Spiel. So durfte unser Blue sogar nochmal gehittet werden dafür. Wir teilen uns mal auf. Du kannst nicht reinsteppen und Hit machen, von daher ist es auch wurscht. Kopf ab jetzt aber. Zack. Kopf abgeschnitten. So. Das ist ja anstrengend. Bände Leader, noch ein Level up, aber der bist schon auf Max-Level. Das ist ja ein bisschen anstrengend, dass die Untotenplage einfach in sämtlichen Gefechten
Ende des Spiels ein bisschen Leute wiederbelebt. Es ändert das Spiel ein bisschen. Würde ich gern. Ich. Brauche ich nicht. Nicht reparieren. Bin ich einmal gespannt auf die ersten Quests, die sich mit der Untotenplage beschäftigen. Das sind die Adling-Quests immer, ne? So ein bisschen das große Ganze der Welt im Blick haben. Erstmal einsaufen. At the stake last week, some witch hunter did. One day accused her of sorcery and whatnot and had her burned. The council didn't object and that man just left soon after. Wish I knew who he was a really good thing. He saved us from that witch, I suppose. Ah ja. The witch burnings. Fun for everyone and the family. Wir verkaufen, weil hier sind die Verkaufspreise, glaube ich, generell immer ganz gut. Ja, wir haben hier irgendwie. Ah, wo 18 ist gar nicht so gut, aber whatever. Wir müssen den Scheiß ja loswerden irgendwo. 18 ist okay. Gerade eben hat man noch 22. Aber wie gesagt, wir müssen den Scheiß ja eh irgendwo loswerden. Kann man hier zumindest wieder ein bisschen was kaufen, auch an Käse. Und vor allem das hier. Mal jetzt wieder kaufen, weil die keine Ambush Trade Routes mehr haben. So, was ist denn hier der Weaponsmith? Der Weaponsmith kann hier gar nichts. Bring a candle. Das heißt, a candle, not a bloody torch. You take a scone off the wall. Aha. What do you aim to do? Burn every book I have to ash? Just stay right where you are. Stay right where you are. Look, folks around these parts have been speaking of evils I've not heard in years. Monsters that prey upon your dreams. Giants so large men could fit inside their beards. And the worst of them, of course, beautiful women who knew they are beautiful. Beautiful women who know they are beautiful. The worst of them. Ja, das also es gibt alles mögliche an Horror in der Welt, aber die schlimmsten sind die hübschen Frauen, die wissen, dass sie hübsch sind. You're not so sure about the last one, but don't speak to it. Okay. 155 pro Kopf. 15 Köpfe. 1500. 2000. Stepped your hand Alps, Unholz und Hexen. Under the region of Greenmere and other region. Ich weiß immer noch nicht, wo Greenmere ist, glaube ich. Das habe ich schon damals nicht. Das habe ich schon mal nicht gefunden. Erinnere ich mich dunkel dran. Whispering Hills, Glacious Domain, Dawnland, Rich Meadow, Durum, Slaughter Mountain, Barrens. Ja, ich weiß nämlich nicht, wo Greenmere ist. Es müsste eigentlich irgendwo in der Mitte sein, aber vielleicht ist es hier links. Dann sehe ich es nämlich nicht. Müsste ja eigentlich in dem Gebiet sein, wo auch die rote Fraktion ist. Oder ist halt hier irgendwie so ein bisschen. Deswegen werde ich den Auftrag, glaube ich, nicht annehmen. Sono, wir gucken mal in deiner Stadt. Schließlich haben wir hier Sonnenwehr ja nicht zum Spaß. Mal sehen, was es da gibt. Ne, wenn du schon sonst nicht mitspielen willst, bist du halt eine Stadt geworden. So. Hier gibt es nochmal The Bonkening. Oder den Powell Hammer. Marketplace, da war ich glaube ich gerade, ne? Gibt's Meat. Ganz günstig. Würde ich sagen. Nehmen wir mal mit. Was gibt's hier für Leute? Ein Hundemeister, weiß ich noch nicht, was das bedeutet. Und ein Deserter und ein Old Soldier. Old Soldier machen halt gute Backliner, aber ich glaube, da haben wir eigentlich hier noch. Ja, Waffenschmied, Hunde. Eigentlich noch mehr Hunde will ich auch nicht. Moment, aber hier war wieder keine Mission, ey. Gehen wir wieder nach Suderbusch. Also als Kultisten im Mordor fühlen wir uns eigentlich ganz wohl. Kommen wir mal wieder da vorbei. So. Essen haben wir gerade hier noch. Könnte ich jetzt sogar den Cock kaufen?
Habe ich noch drei andere Essensarten, die ich den Cook kaufen kann. Die Frage ist ein bisschen, was ich sonst kaufen wollen würde. Der Blacksmith wäre wahrscheinlich noch ganz geil zum schneller reparieren. Bounty Hunter für mehr Champions. Aber da muss ich erstmal. Wahrscheinlich will ich drei Named Items haben, um den Bounty Hunter zu rekrutieren. Damit ich mehr Champions habe, weil ich glaube, inzwischen bin ich an dem Punkt, wo ich Champions killen kann. Und entsprechend ein bisschen geiles Equipment dann abstauben. Wäre, glaube ich, eine smarte Weiterentwicklung. So, Taxidermist. What? Dass wir nichts machen können mit dem ganzen Scheiß, den wir haben. Ach, Kacke. We need a soldier and explorer. Aha. 300. Find Woodcutter's Cabin. Some way to the east. Oh, das ist aber ein Scheißauftrag. Warum habt ihr so einen Müllauftrag für mich? Das ist doch kacke. Hätte ich lieber einen anderen Auftrag gehabt. Sind wir ehrlich. Ein Mönch passt gar nicht bei uns rein. Und ihr habt doch. Hier, ihr habt Nightmare. Es gibt mir doch einen Alb-Auftrag. Der bezahlt viel besser. Was soll denn das da? Oh Mann. Na gut, ab nach Wolfenburg. Hallihalluxan. Na, was geht bei dir?